Wissenschaftler haben es sich in den Kopf gesetzt, einen über 30.000 Jahre alten sibirischen Virus wieder aufzutauen? Hallo? Haben die noch nie einen Zombie-Film gesehen? Come at me, bro. I am well prepared. Hallo, meine Ladies and Gentlemen Nerds. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, eine Gruppe Forscher hat sich zur Aufgabe gemacht, einen über 30.000 Jahre alten Virus aus dem Eis, den man also in irgendeinem Gletscher wiedergefunden hat, aufzutauen, um den zu untersuchen. What the fuck? Warum? Haben die mal das Ding gesehen? Der Film ist furchtbar. Du willst das Ding nicht, aber genau das ist, wie du das Ding bekommst. Versteht ihr? Nein, ganz im Ernst, warum tun die das? Im Prinzip ganz einfach. Wir haben ja schon Antibiotika und allen Kram und wir haben als Menschen auch schon Resistenzen gegen verschiedenste Keime und Viren entwickelt. Aber zu Zeiten des Klimawandels oder einfach weil neue Gebiete industrialisiert werden und dadurch Gletscher oder eben größere Eisflächen abgetragen werden, kann es vorkommen, dass solche altertümlichen Viren neu ans Tageslicht kommen. Und darauf möchte man vorbereitet sein. Ergo, in einem geschlossenen System unter kontrollierten Ausmaßen auftauen und untersuchen, ist auf jeden Fall besser, als wenn der Baggerfahrer Horst von nebenan das Ding entdeckt und sich denkt, oh guck mal, ein 30.000 Jahre alter, im Eis eingefrorener Virus. Weil der Baggerfahrer das auch erkennt, ist klar. Cool. Dennoch finde ich es interessant und darüber nachdenkenswert, dass man solche Schritte überhaupt gehen muss, denn würden wir mit unserem Planeten auch nur etwas besser umgehen, würde dieser vereiste Virus auch vereist bleiben. Ich sag's ja nur. Die Flüchtlingsdebatte ist um einen weiteren Faktor ergänzt worden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt jetzt nämlich davor, dass verschiedene Unternehmen bereits jetzt darauf abzielen, die finanziell unglaublich abhängigen, auf ihren Asylantragsbearbeitungsvorgang wartenden Flüchtlinge ausnutzen wollen, um sie als mega billig Arbeitskräfte einzustellen, insofern man jemanden schwarz einstellen kann. Der Deutsche Gewerkschaftsbund betont hier nochmal ganz, ganz groß die Wichtigkeit eines einheitlichen Mindestlohns, damit eben solche Sachen nicht vorkommen können und von vornherein im Keim erstickt werden, denn das ist für keine beteiligte Seite gut. Kurzer Disclaimer vorneweg, dieses Video hier ist entstanden in einer Kooperation mit dem UWC. Das bedeutet United World Colleges. Wir haben gerade über finanzielle Ausbeute gesprochen und da passt das UWC super rein. Das ist nämlich eine globale Bildungsbewegung. Ergo, Menschen egal welchen Standes, egal welcher Herkunft und egal welcher sozialen Schicht haben auf dem UWC die Möglichkeit, international in etlichen Ländern dieser Erde einen anerkannten Schulabschluss zu absolvieren, dabei kulturelle Grenzen zu überwinden, sich gegenseitig kennenzulernen, voneinander zu lernen und das alles in einem Rahmen, der viel intensiver, viel nützlicher ist als beispielsweise ein kurzer Schüleraustausch. Das UWC will Bildung für alle ermöglichen und steht dabei ein für Frieden, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, egal wer du bist, egal woher du kommst und egal wie du aussiehst. Ich wurde angefragt, ob ich euch über das UWC ein bisschen was erzählen kann und dachte mir, natürlich mache ich das. Und da das eine Kooperation, also quasi ein Product Placement ist, hat man mir dafür natürlich auch Geld angeboten. Ich habe mich in diesem Zusammenhang dazu entschieden, dieses Geld komplett der Aktion Deutschland hilft zu spenden, denn da wird es aktuell viel mehr gebraucht. Das ist eine Kooperation, das möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Informationen über das UWC oder beispielsweise eine Bewerbung findet ihr auch in der Videobeschreibung. Gönnt euch das ruhig mal, das ist eine mega coole Aktion. Und wenn wir es schon transparent machen, dann richtig in einem der nächsten Videos oder auf Instagram oder sonst was werde ich euch dann eine Bestätigung über die Spende natürlich auch nochmal vorlegen, zeigen, beweisen. Sonst rennen wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker amok. In dem Sinne, sehr, sehr geiler Dorsch. Machen wir eine kurze Reise nach Absurdistan. Denn net to know kann ich die Kategorie für die letzten zwei Sachen jetzt nicht nennen. Nein, nein, das ist die Reise nach Absurdistan. Eine Sache, die ihr unglaublich oft an mich herangetreten habt, war die ungarische Reporterin, die nach Flüchtlingen tritt. Ja, so stellt sie beispielsweise einem Vater, der sein Kind in den Armen trägt, ein Bein, sodass er nach vorne überstürzt, direkt aufs Kind drauf. Oder tritt mit voller Wucht nach an ihr vorbeirennenden Flüchtlingen. Aber leider, leider fickt das Schicksal auch gern zurück. Und so dachte sich das Internet, tue ich doch mal mein Thing und verbreite die Attitüde dieser, wie sagt man im Fachjargon, blöden Bitch. Mittlerweile stellt sich heraus, dass die Journalistin wohl Verbindungen zu rechten Netzwerken hätte. Aber egal, ob das, was natürlich behindert wäre, oder ob sie so unmenschlich beschissen handelt, um ein geiles Bild für die Kamera zu kriegen, spielt keine Rolle. In beiden Fällen finde ich es mega asozial. Und da muss ich einmal mehr sagen, Internet, you just did your fucking thing, denn zum Glück können hier Kollektivleute wenigstens so viel bewirken, dass diese Alde gefeuert wurde. Denn sorry, ich wünsche niemandem die Arbeitslosigkeit, aber hey, du hast in deinem Job als Journalist einfach voll verkackt. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz nach Absurdistan, auch genannt Englisch.
England. Da hielt es eine Mutter für eine unglaublich geile Idee, die Geburtstagsparty zum 18. Geburtstag ihrer Tochter mit 12 Tütchen Kokain für sie und ihre Freunde aufzupeppen. Großartig. Jetzt lässt sie vor Gericht verlautbaren, die Leute sollen sich doch verdammte Axt nochmal nicht so aufregen. Sie wollte doch nur richtig geil Party machen. Mit deiner Tochter. Die ist zwar jetzt 18, aber immer noch deine Tochter. Das heißt, du hast sowas Ähnliches wie eine Vorbildfunktion. Wobei die Alte wahrscheinlich nicht mehr, aber what the fuck? Bist du komplett durch? Warum spreche ich die Leute immer direkt an? Auf Deutsch, wenn ich weiß, sie kommen aus London. Egal, ihr versteht mich. Moin und Aloha und ein Däumchen wie ein Träumchen. Klickt ihr einfach mal ganz kurz drauf. Geht ganz schnell, auch wenn es das erste Mal ist. Ja, ich weiß, den bringe ich sau oft und der wird auch schon scheiße alt. Unten in der Videobeschreibung nochmal sämtliche Infos zu allem möglichen Scheiß, auch zu den Themen heute und natürlich nochmal zum UWC. Gebt euch das. Dort sind so Let's Play-Gedöns-Sachen. Die könnt ihr euch auch gerne angucken. Da sind schlimme, schlimme Sachen bei. Dort oben unser Gaming- und Geek-Channel. Ich hoffe wie sau, dass ich zu heute noch ein Ranking dafür fertig kriege. Dann kommt nämlich ein MMO-Ranking. Wenn nicht, kommt das sofort morgen. Checkt den Kanal trotzdem mal aus. Videobeschreibung habe ich schon erwähnt, deswegen bin ich jetzt weg. The Floyd Army, es war mir wie immer eine Ehre. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen Tag vorher ein traumhaftes Wochenende und jetzt ein Community High Five, das ich sehen lassen kann in 3, 2, 1 und...